So, fünf so. Sekunden rum wieder. Moin, ihr Lieben. Der André erklärt euch jetzt mal, wie man sich überhaupt in den Multiplayer einloggt. André, dann schieß mal los. Ja, ich habe mich jetzt gerade mal ausgeloggt. Ich bin jetzt wieder hier im Startbildschirm von Farming Simulator. Und wir wollen ja jetzt den Multiplayer spielen. Logischerweise gehen wir da auf Multiplayer. Auswahl, Spiel beitreten. Wenn ihr selber keinen eigenen Server habt, vielleicht nur gerade am Rande, könnt ihr hier auf Spiel erstellen gehen. Speicherstand erstellen. Ja. Es ist genau, als ob ihr einen Einzelspieler erstellen würdet. Und dann können die Leute auf euren Rechner verbinden. Aber das ist ja jetzt nicht das, was wir gerade machen wollen. Wir wollen ja jetzt mit einem bestehenden Server verbinden. Hier wählen wir aus, in welcher Region dieser Server sich befindet, beziehungsweise auf welche Suchanfragen der reagiert. In dem Moment ist es bei uns Deutschland. Ruft er, ach, hier ist es schon vorbereitet. Das ist natürlich jetzt sehr bescheiden. Eigentlich sieht das so aus bei euch. Ihr habt hier etlich viele Server angezeigt. Hier vorne seht ihr, dass die Server passwortgeschützt sind. Hier ist der Name des Servers, die Karte, die Slots und in welcher Region dieser Server betrieben wird. Hier sind auch ein paar drin ohne Passwort. Hier könnt ihr euch auch so einloggen. Unser ist jetzt nur mit Passwort zu finden. Und den findet ihr unter oben rechts Suche SLP. Bei uns ist es jetzt. Dann aktualisieren. Und dann habt ihr hier die gefilterte Ausgabe und wir sind jetzt der Server der SLP Farming Crew mit 4 Slots. Hier sieht man, einer ist belegt, das ist der Geo. Den wähle ich an und klicke auf Start. Hier könnt ihr dann das Passwort eingeben, das schwert sich natürlich aus, weil sonst bringt uns ja der Passwortschutz nichts. Klickt dann auf OK und schon verbindet ihr mit eurem Server. Oder halt mit dem Server von dem. Gut, dazu muss ich jetzt natürlich was sagen. Ich habe das natürlich jetzt nicht auf meinem Monitor, was der André hat. Und deswegen, ich verlinke ja sowieso das Video. Also es werden alle Videos verlinkt unter uns beiden. Das heißt, ihr könnt dann auch auf Andres Videos zugreifen und dann könnt ihr euch das bei André dann eben nachschauen, wie man das dann genau macht. Das heißt, ihr müsst dann in die Videobeschreibung mal mir reinschauen und dann findet ihr den André. Beziehungsweise die Sender LAN Party heißt das ja, ne? Bei YouTube auch, ne? Ja, und genau, und dann könnt ihr das dann genau nachgucken, weil ich hatte schon mal jetzt die Tage ein Video mit in der Playlist drin und das war ja, sagt mal schnell, dieses Tutorial, wie man diese ganze Geschichte auf Deutsch umschaltet. Mir ist dann aufgefallen, dass wenn man morgens seinen Computer startet, dass man dann wieder ins Team erst rein muss und seine Sprache wieder auf Deutsch halten muss, weil das Team das irgendwie nicht speichert. Keine Ahnung warum. Ich habe diesen Fehler bisher, ich habe ihn auch schon bemerkt, aber ich habe ihn ehrlich gesagt nicht beachtet. Und wo du das eben sagtest, fiel mir das auch auf. Aber ich mache mich da nochmal schlau, ob ich da irgendwas rausfinde. Ja, ja, und melde mich dann einfach dementsprechend dann nochmal, beziehungsweise setze unter mein Video nochmal eine neue Beschreibung drunter oder mach halt Neues, wenn es aufwendiger ist. Müssen wir dann mal gucken, wie dann der Fall wirklich ist. Genau, also, weil ihr habt bis jetzt nur meinen Traktor gesehen. So, jetzt muss ich erstmal meine Zigarette ausmachen. Immer diese Raucherei auf dem Trecker, das ist ungesund. Ziemlich dreckiges Ding, was hier. Ja, wir brauchen unbedingt einen Hochdruckreiniger. Ich hatte dir ja so einen Vorschlag gemacht, wo man den hinplatzieren kann. Ja, machen wir auch so, machen wir auch so. Ach, da fällt mir gerade ein, ich muss mich ja noch als Admin einloggen, weil ich, oben rechts sieht man jetzt, dass ich 0 Euro habe. Das ist noch dieser Unterschied im Multiplayer. Mhm. Und zwar hat ja jeder Spieler sein eigenes Konto. Das heißt, wenn ich jetzt was ab ernte und bringe das weg und verkaufe das, kriege ich dafür Geld und du gehst leer aus. Und das ist natürlich recht ärgerlich, finde ich zumindest. Daher spielen wir bei uns alle als Admin. Mit der Taste U komme ich wieder in dieses Anmelde-Ding, dieses Anmeldefenster und gebe dann hier mein Passwort ein, was ich natürlich jetzt wieder ausschwärze. Gehe auf Start, erfolgreich als Admin angemeldet, okay, und schon habe ich wieder meine 12.000 Euro von vorhin. Genau, und ich grubbe mal für André noch ein paar Spuren, weil der das ja so gerade so schön erzählt mit dem Spurreißer in dem ersten Video. Ja, den ich aber jetzt aufgrund meiner persönlichen Faulheit nicht nutze. Das ist ja eine andere Geschichte, ob man den dann später nutzt oder nicht, ne? Richtig, ich wollte einfach nur mal erklären, wofür der da ist, weil ich habe die Frage ja selber bei mir auch gehabt, wofür ist dieses Ding da? Aber jetzt weiß ich es. Und ihr jetzt auch. So. So. Oh, der zieht aber auch nach links. Das ist
Ja, das Gewicht ist zu leicht. Also man sollte jetzt mal, also als nächste Investition würde ich vorschlagen, ein etwas stärkeres Gewicht. Die sind in der Preislage nicht so teuer. Ja, das stimmt. Und sag mal schnell, und vielleicht so ein Hochdruckreiniger, da kann man die Maschinen auch mal putzen. Weißt du denn gerade aus dem Kopf, was dieser Hochdruckreiniger kostet? 4,8. Ach, das geht ja noch. Das ist ja im Rahmen. 4,7 oder 4,8, irgendwas in den Dreh. Da wir ja inzwischen noch mehr Kredit aufgenommen haben, wir sind ja inzwischen bei 200.000 Kredit. Ja. Und uns noch ein bisschen mehr Material dazugelegt haben, was werden wir nachher noch sehen. Das heißt nachher, vielleicht im nächsten oder übernächsten Letzten müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Haben wir jetzt halt 200.000 Kredit und laufen deswegen so ein bisschen am Limit im Moment. Ja. Aber das ist ja dann auf jeden Fall noch drin. Wir wirtschaften ja auch jetzt so ein bisschen. Und wir sollten dann zusehen, dass die Felder nicht verdören. Ja, ich werde das auch ausschalten, muss ich zugeben. Ich muss nur erstmal gucken, wieder gucken, wo die Option dafür ist, weil ich habe es gestern noch gefunden und heute ist es irgendwie weg. Es mag an meiner persönlichen Konstitution liegen heute. Naja, macht ja heute nichts. Heute ist ja auch eher erstmal egal, solange wir das jetzt nicht auf 120 stellen. Nee, das hatte ich jetzt nicht vor. Und dann ist beim nächsten Mal die gleiche Soße. Weißt du, wie ich das immer bei mir mache? Nee, bitte. Ganz einfach. Wenn ich mache alles auf Echtzeit, sehe alles, mache alles fertig. Und sobald es fertig ist, bleibe ich am Rechner sitzen, stelle das auf 120 und wachsen schnell. Und guck zu, wie die Felder wachsen. Und dann stelle ich alles ganz schnell wieder zurück. Und dann fange ich an zu ernten. Ja, das mache ich genauso. Ich kann mich noch an Zeiten an unserem LWS-13-Server erinnern, wo wir das einfach nicht mehr nötig hatten. Also, wir sind nicht hinterhergekommen mit Säen, mit Mähen, mit Düngen, Schweine füttern, Kühe füttern, und du warst nur noch am Fahren und am Machen. Also wir waren damals schon so weit, dass wir den Hof mit 3 Mann betreiben mussten, sonst war das einfach nicht mehr zu schaffen. Wart ihr auf dem LS13 auch mal mit 3 Leuten? Ja, genau, waren wir auch 3 Leute. Ich hätte mal gedacht, das wären mehr. Nee, bei uns waren das 3 Leute. Okay, coole Sache. Obwohl, ich muss ja auch mal dazu, ich habe ja festgestellt, ich bin ja, ich meine, bei YouTube kennt ja jeder den Harald Frenkel, der ist ja schon bekannt, wie ein bunter Hund. Und ich bin ja mal ihm mit im Konvoi gefahren, beim ETS-2 Multiplayer. Muss ich gerade einmal unterbrechen, wie heißt Harald ETS-3? Oder 2? 3, wo bin ich denn hier? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ah, okay, weil der Name sagt mir jetzt nichts, aber ich kenne ihn mit Sicherheit, deswegen... Harald Frenkel ist ganz bekannt bei YouTube. Gut, dann muss ich mich jetzt echt outen, der Name sagt mir so gar nichts. Aber wahrscheinlich kenne ich ihn einfach nur unter einem anderen Nick oder irgendwie sowas. Nee, den gibt's nur unter Harald Frenkel. Dann kenne ich ihn wirklich noch nicht. Ja, auf jeden Fall ist Folgendes, mit dem bin ich dann mitgefahren. Mhm. Und dann hatten wir auch gleich 30 Leute und das war richtig scheiße. Weil die hat so eine feste Community, mit der er spricht. Und du durftest dann mal für ein paar Sekunden, wurdest dann mal bei Teamspeak mal freigeschaltet. Also, weiß ich auch nicht. Sehr okay. Unpersönlich. Und ich sag mal, umso mehr Leute es sind, umso mehr Durcheinander hast du später auch. Ja, natürlich, klar. Also im ETS-2 fahre ich eigentlich im Moment immer mit einer festen Gruppe. Das sind so 4, 5 Leute oder mal 6 Leute. Das ist eigentlich recht angenehm. Das ist eine Größe, mit der kann man gut arbeiten. Richtig. Finde ich. Und macht auch Spaß. Also das machen wir auf jeden Fall auch noch. Das werden wir heute noch nicht schaffen, aber wir haben ja die Woche noch. Ja, genau. Weil ich hatte jetzt ja auch erstmal angesagt, den Landwirtschaftssimulator 2015, weil er jetzt gerade ganz neu ist und viele Leute, die das interessiert, wollen den ja später auch mal kaufen. Und da habt ihr ja auch die Verlinkung drin, wo ihr den kaufen könnt und überhaupt. Und natürlich auch das Team. Aber viele Leute, ja gut, die meisten Leute brauchen schon Steam, weil es gibt viele Spiele, da musst du Steam haben. Ja gut, du kannst ja das Spiel kaufen und bei Steam aktivieren, das klappt ja auch sehr gut. Ja. Das hat ein Bekannter von mir jetzt gemacht, der hat sich das Spiel gekauft beim großen Online-Portal in Gelb, das früher viel mit Büchern gehandelt hat. Genau. Und
Dort kostet das Spiel, ich glaube, 25, 26 Euro statt 29 aktuell und hat es dann bei Steam aktiviert. Und, ja, und ich habe es bei Steam billiger gekriegt. Ja, ich auch. Ich habe es ja direkt bei Release, also Release der Vorverkaufsvariante. Ja, ich auch. Direkt vorbestellt, weil das ich musste es einfach haben, es ging nicht anders. Es macht ja auch einen Heidenspaß, oder? Ich weiß noch, ich habe das, glaube ich, schon erzählt in meinen Videos, aber ich erzähle es auch gern nochmal. Klar. Als ich mein Bekannter damals, aus den anderen Videos bei mir, kennt man ihn als Zoddel, mit dem habe ich viele andere Spiele gespielt und ich bin einen Morgen in Teamspeak gekommen und habe ihn gefragt, was machst du? Dann sagt er, ich spiele Landwirtschaftssimulator. Da war erstmal für eine Minute lang Schweigen im Channel und ich habe ihn gefragt, du machst was? Ja, ich spiele Landwirtschaftssimulator mit meiner Freundin. Dann haben die beiden mal gespielt und ich habe zugehört und ich hörte immer nur, ja, hol mal die Sämaschine, ah, mach mal hier und mach mal da und was machen wir denn? Und dann habe ich mir ein Video angeguckt. Mhm. Und von dem Moment, wo ich gesagt habe, du bist doch bescheuert, dass du Landwirtschaftssimulator spielst, bis ich bei Steam auf Kaufen geklickt habe, waren das geschlagene 8 Minuten. Und ja, seitdem bin ich absoluter LWS-Fan. Ja, aber und das hat mich so schnell gepackt, das Spiel. Und wenn die Leute wüssten, wie lange wir uns schon kennen, ne? Ja, das sind schon ein paar Tage. Ja. Auch aus einem Spiel heraus, was eigentlich keiner von uns mehr spielt, weil es einfach langweilig geworden ist. Ich sag das jetzt mal einfach so. Ich wusste nicht, dass du gar nicht mehr aktiv bist. Also nein. Ich bin schon wesentlich eher ausgestiegen aus Zeitgründen. Nee, es ist einfach zu langweilig. Es tut sich da nichts mehr. Es sind immer noch die gleichen Leute. Es kommt nichts Neues mehr dabei und es ist immer nur der gleiche Trott. Ja, nur mal so nebenbei, hast du eigentlich deine Stoppuhr gestartet? Ja, habe ich. Wir sind jetzt bei 11 Minuten. Weil ich hab's mal wieder vergessen. Na, diesmal habe ich's nicht vergessen. Ja, ich bin da irgendwie so ein bisschen... Auf jeden Fall bist du schneller im Sehen, wie ich im Abdribbeln. Liegt vor der Scheibe. Ich hab weniger Übung. Ich hab weniger Übung. Ja, ich fahr mit Lachgas. Okay. Und ich habe einfach weniger Übung. Im selber fahren oder was? Ja. Weil das bei mir immer meine Hiwis machen. Ah, okay. Na gut, ich habe ja auch so ein bisschen den Vorteil, wenn du mit deiner Tastatur rechts links lenkst du immer voll ein. Ich kann schön die Spur halten, kann austangieren, weil ich mit Lenkrad fahre. Ja. Ich schlage ja nie voll ein. Dadurch fahre ich relativ gerade und kann auch die Spur gut ziehen. Obwohl das... Schönes Bild. Ist eine Gewohnheit mit der Tastatur. Ja, natürlich. Es gibt ja ein spezielles Lenkrad für den Landwirtschaftssimulator. Ja, das ist mir jetzt neu. Das wusste ich nicht. Doch, habe ich jetzt erst wieder gesehen. Extra für den Landwirtschaftssimulator. Das ist aber wahrscheinlich arschteuer. Ja, das kann wohl sein. Ich wollte mir für den ETS 2 wahrscheinlich ein neues holen. Schön mit Schaltung und allem drum und dran. Und kann ich ja dann im Endeffekt auch dafür nehmen. Ja, das stimmt allerdings. Ich fahre jetzt zum Beispiel Landwirtschaft, also den Eurotruck Simulator. Ich fahre eigentlich alles mit Tastatur. Hm. Ich habe hier so ein relativ günstiges Lenkrad von, Trustmaster. Okay. Für den Preis, was es gekostet hat, waren glaube ich 36 Euro. Bin ich echt zufrieden mit. Aber man merkt halt schon den qualitativen Unterschied. Ne? Ja, das kann ich mir schon vorstellen, was das so ist. Dann kommt irgendwann, wenn YouTube mal richtig erfolgreich wird. Nein. Das glaube ich eher weniger. Also ich mach das ja wie du auch mehr oder weniger aus Lust an der Freude und ein bisschen Werbung machen für die Community. Ja. Und gut, wenn was bei rausspringt, dann finanziert mir das den Server. Aber ansonsten, wenn nicht, dann ist das halt so. Ne? Du musst gleich mal eine kurze Pause machen, sonst rumsen wir einander. Ja, das wäre jetzt die letzte Runde hier. Dann fahre ich schon mal die Spritze aus und fahre schon mal einmal drüber. Das müsste ja schon reichen. Fahre ich schon mal die Spritze aus. Scheiße. Jürgen. Die Spritze mit dem Zusatztank. Geo wieder, ey. We are left alive. Das war auch sehr schön. Mich ärgert, dass das diese drei Let's Plays weg sind. Der René, mit dem ich zusammen gespielt habe, der hat da so schön erklärt, wie er hier diese Feldspritze gekauft hat und hat sich den Zusatztank geholt, vorne drauf gebaut, fährt aufs Feld und sagt, das Ding geht nicht. Das geht nicht an. Ich rüber, guck mir das Ding an. Ja, das könnte daran liegen, dass du nur den Zusatztank gekauft hast. Dann stand er mit dem Zusatztank hinten am Trecker auf dem Feld und hat angemacht und
kam nichts. Ja, und ich muss immer so aufpassen, was ich sage, wie das letzte Mal. Da war der Mähdrescher im Gang und ich sag, meine Güte, der fährt sein Rohr und fährt sein Rohr nicht aus. Und ich so, ja. Eindeutig, zweideutig. Richtig, und alles natürlich am Lachen. Und ich sag, was habt ihr alle? Ich hab den Mähdrescher gemeint. Hey. Ja, oh, ja. Jetzt machen wir noch mal ein schönes Bild für das Let's Play. So. Zack, da hört man's Klick. Ich habe nichts gehört. Ja, in meinem Video hört man das. In-Game-Sound. Oh, eine sehr schöne Animation bei der Spritze, muss ich zugeben. Das haben sie auch verbessert, glaube ich. Ja, ich habe immer so einen Düngerstreuer-Anhänger hinten dran. Mhm. Weil das ist ja eigentlich egal, was du nimmst, ne? Richtig, der Effekt ist der gleiche. Hat beides den gleichen Effekt, genau. Ich vergleiche gerne den 13er mit dem 15er, was sich so verändert hat. Wenn ich mir so angucke, wie hier hinten das Sprühgut rauskommt, das sieht schon wesentlich detaillierter aus als im 13er. Warte mal, ich bleib mal stehen und schwenke mal eine Kamera, dann kann man das, können die Zuschauer auch sehen. Ja, warte, ich drehe nochmal und komme zu dir. Also ich habe gerade auch einmal richtig rangezoomt, aber ich möchte dir das natürlich auch nicht in Ja, ich hab's ganz gut, man kann es jetzt sehen. Ja, ich fahre jetzt direkt an dir vorbei, ich mach die zweite Spur auch gleich noch. Vorsicht, ich komme mit meiner langen Latte. Ja. So, gerade eben dran vorbeigekommen. Ja, ich bin ein bisschen weit ausgeschert. Ein Stück weit ist jetzt hier. Aber. So. Oh, da können wir doch gleich noch ein Bild rausmachen. Klick. Also, ich finde das toll, wo ich jetzt hier so den Berg hochkomme und du fährst da vorne her. Ja. Sieht genial aus. Ich bin ja so als Fotograf sowieso angehaucht, wenn ich sowas sehe. Ich glaube, ich drücke im Spiel 20, 30 Mal am Tag die Screenshot-Taste. Finde ich eine coole Sache. So, ihr Lieben, wir sind jetzt mittlerweile bei 16 Minuten. Das heißt, ich fahre jetzt diese Spur zu Ende. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, natürlich mit André. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis dann morgen und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wir sehen uns dann wieder. Tschüss!